Wir sind kein Scheißverein, wir sind der beste Club hier in Liga 1. Nein, er tauscht keine Liebe ein, sondern den besten Club gegen Lüdenscheid. Wir sind kein Scheißverein, wir sind der beste Club hier in Liga 1. Nein, er tauscht keine Liebe ein, sondern den besten Club gegen Lüdenscheid. Stopp, stopp. Was die letzten Wochen bezüglich Mario Götze abging, hat gezeigt, wie weit Hass im Fußball gehen kann. Hat mich persönlich sehr getroffen. Aus diesem Anlass habe ich ein paar Zeilen zu Papier gebracht. Egal wie groß die Trauer ist, wir sind in erster Linie Menschen. Auch Mario. Auch Mario. Es ist traurig. Spieler kommen, Spieler gehen, doch für Götze gilt das nicht. Ihn muss man noch quälen, ihr seid sauer. Klar, doch warum dann noch so angehen? Hat der Junge das verdient, dauerhaft in Angst leben? Ist das normal? Ganz klar nein. Ich respektiere euren Verlust, doch das muss nicht sein. Was hat er gemeint? Der ist stolz, dass er für euch spielt. Jetzt ist der Judas, auf den jeder mit nem Dolch zielt. Er hat seine Brüder verraten. Welche Brüder würden Brüder öffentlich so verarschen? Beleidigen und drohen, eisig kalter Hohn. Götze ist keine Maschine, er ist wie wir alle Sohn. Er hat Familie, die wegen sowas leidet. Du bist selber Vater, was wäre, wenn es deins ist? Ihr seid enttäuscht, er spielt bei euch sehr klein auf. Doch hat er je gesagt, ach der BVB, scheiß drauf. Götze ist in erster Linie Mensch, ist es das, was ihr wollt? Götze nicht mehr kennen, er gab jedes Spiel sein Bestes, im Trikot der Schwarz-Gelben. Nun ist er das Letzte, für euch nie wieder Held. Ihr sagt, München ist scheiße, München arrogant. Doch wenn bei uns einer geht, gibt es keine Angst. Ihr findet den Weg nicht gut, aber für Tore und Assists war er gut genug. War er gut genug. War er gut genug.